Danke für das wunderschöne Chorlied. Manche Wünsche, manche Träume, die sich, danke, die sich dann irgendwann mal vielleicht auch verflüchtigen. Diese Überschrift, was sagt die Bibel zur Ehe? Das ist ja sehr, sehr viel. Und ich bin nicht angetreten, um das jetzt umfassend zu beantworten. An diesem Vormittag. Ich möchte euch bloß wirklich einen Impuls mitgeben, der mir wichtig geworden ist, der vielleicht auch jemand anders wichtig geworden ist und der uns vielleicht helfen kann, neu über Ehe, über Familie, nee, eigentlich erstmal über Ehe nachzudenken, über Beziehungen zwischen Mann und Frau. Matthias hat er angedeutet, wir machen heute mal eine Pause, so in diesem Gabenspektrum, Gabenthemen. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, die Ehe, das ist die erste Gabe, die Gott den Menschen gegeben hat. Also, zu Adam gesprochen hat, hier hast du da dieses Gegenüber. Es gibt ja sehr, sehr viele Zeitgenossen, die sich dazu äußern. Ich habe einfach mal ein paar Vertreter mitgebracht, hier vorne ein paar Bücher hingelegt. Es gibt auch manche, die verfilmen das. Viele von euch kennen diesen Film, Feuerproof, wo also die Themen der Ehe auch angesprochen, oder das Thema Ehe angesprochen wird und auch in einer, für meine Begriffe, sehr intensiven Art und Weise auch gezeigt wird. Ja, das sind also verschiedene Bücher. Wer also einfach da mal reingucken will, dann da gibt es sicher noch viel, 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 viel mehr. Aber Thema ist ja eigentlich, was sagt die Bibel dazu? Ja, und ich wünsche mir, dass die Leute, die die Bücher geschrieben haben, sich dann einfach auch Impulse aus der Bibel dann mit dazu genommen haben, dass es nicht nur, ich sag's einfach mal so ganz salopp, psychologisches Tralala ist, sondern dass man einfach dort auch merkt, okay, da steckt der Geist Gottes dahinter und in manchen Büchern oder in vielen Büchern entdecke ich dieses Reden Gottes, was mich persönlich dann ja auch immer wieder anspricht. Der gute alte Heinz Rühmann, den ich also gerne mag, der war ja auch nicht ganz so der Brüller, was also Ehe und Beziehung anbelangt. Aber der hat mal gesagt, wenn man, oder eine glückliche Ehe führt der lieber heimkommt als geht. Das sagt also schon etwas über dieses Thema. Und ja, ich glaube, man muss sich auch immer wieder auch orientieren an dem, ja, was sagt denn da jemand dazu, der sich die Ehe ausgedacht hat? Wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, mich betrifft es ja gar nicht. Ich bin noch gar nicht so weit, ich denke da überhaupt noch nicht drüber nach. Andere, die leider das nicht mehr erleben können, sagen, okay, es war sehr schön, es war Zeit, die mir Mut gemacht hat. Manche, die ja kurz davor stehen, also ich predige heute nicht von Christine und Karl, ja, also ich habe das mitgekriegt, dass ihr jetzt öfters nebeneinander sitzt. Ich weiß nicht, ob das Bedeutung hat. Okay. Ich predige jetzt also für dich persönlich. Vielleicht brauchst du einfach einen Impuls. Vielleicht bist du eine gestandene Oma, die jetzt auch sieht, okay, meine Kinder oder meine Enkel, die schippern jetzt in diesen Hafen ein oder die machen da erste Schritte. Und ich habe den Eindruck, die brauchen da mal einen Impuls von mir. Vielleicht ist es auch gerade für dich oder für den Opa, der das einfach auch registriert und sieht. Viele Einflussfaktoren, die also unser Denken auch über Ehe bestimmen. Und ich glaube, wenn man das Original kennt, dann kann man das jetzt auch von der Fälschung unterscheiden. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt von diesem Banker, die also ihren Angestellten immer wieder erklärt haben, wie das Falschgeld aussah, was momentan im Umlauf ist. Ich weiß nicht, Christian, wie das bei euch in der Sparkasse ist, ob ihr da oder lieber eher Schulungen macht, wie sieht denn das richtige Geld aus, damit die Angestellten wissen, sofort erkennen, wann da ein Falschgeld im Umlauf ist. Technik macht es natürlich möglich, die schieben es jetzt einfach in den Scanner rein und der überprüft das vielleicht, ja, so ist es jetzt einfacher. Früher mussten die Angestellten die Banknoten wirklich genau kennen, ja, damit sie das also unterscheiden konnten oder da in Verdacht nachgehen konnten. Ich glaube, wenn man das Original kennt von dem, der sich eher ausgedacht hat, dann ist das ein kleines bisschen hilfreicher, sich dort zurechtzufinden in diesem Wirrwarr an Meinungen, die auf uns einprasseln. Ja, braucht ihr bloß mal die Zeitung aufmachen. Ja, oder auch Nachrichten hören, ja, von den
ewig Gestrigen, die sich also für den Schutz des Lebens einsetzen, die sich für Partnerschaft, für stabile Partnerschaften einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass eine Ehe aus Mann und Frau besteht. Wo man dann manchmal denkt, okay, man ist also eigentlich, wenn man so denkt, auf einem ganz anderen Stern als das momentan oder auf einem ganz anderen Weltbereich, als es momentan gelebt und auch postuliert oder gezeigt wird. Es gibt sicher da auch viele theologische und kulturelle Verständnisse und Missverständnisse und Dinge, die uns jetzt irgendwo auch prägen. Ja? Unser eigenes Erleben in unserer eigenen Familie, wie wurde da Ehe praktiziert? Ja? Das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Ja, und einfach auch meine persönlichen Wünsche. Ja, auch meine persönlichen Wünsche. Ich glaube, das ist eine ganz prägende Sache, die Gedanken darüber auch mitbestimmen, mitprägen. Uns da manchmal auch vielleicht ins Fragen bringen. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr über das reden, was uns also von der Umwelt her von außen so beschäftigen kann. Ich möchte wirklich versuchen, ein paar wichtige Dinge, aus meiner Sicht wichtige Dinge, ein paar Texte aus der Bibel zu lesen und auch die Bibel reden zu lassen. Wenn wir über Ehe nachdenken, hat mir also ein Buch besonders gut geholfen. Das ist ein induktives Bibelstudium über die biblischen Bausteine für eine harmonische Ehe. Einige von euch haben das gemacht. Wir haben das mal in einem Hauskreis gemacht vor vielen Jahren. Und das hat mir eigentlich Mut gemacht. Über diesen ersten Text, wo es um Ehe geht, weiter nachzudenken. Wer das gern haben möchte, ich habe noch 3 Exemplare, die kann ich also noch weitergeben. Wer das also gerne machen möchte, ja, wenn er Anleitung braucht zum induktiven Bibelstudium, da bin ich nicht ganz so fit, dann fragt bitte die Sarah oder jemand von den jungen Leuten, die das da wirklich auch gut auskennen. Ist wirklich aus meiner Sicht ein sehr hilfreiches Buch, sich diese Grundgedanken zu erleben oder nachvollziehen zu können. Deswegen möchte ich uns auch den ersten Text lesen. Geht die Technik? Also. Ja, ist es. Okay. Der erste Text, der ist ein bisschen länger als das, was jetzt hier vorne an der Leinwand erschienen ist. Das macht aber gar nichts. Und zwar, im 1. Mose 2 lese ich mal in Abschnitten oder in Abständen ab Vers 4. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde, als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte. Da wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen, den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf und bewässerte das Land. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihn den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ihr könnt jetzt eure Gedanken auf freien Lauf lassen, eure Fantasie, wie das also auch genau aussah. Ich weiß es jedenfalls nicht. Im Vers 15 geht es also, Vers 15 geht es dann weiter. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er soll ihn bebauen und bewahren. Und er befahl den Menschen jedoch, du darfst jeden beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen wirst, dann musst du auf jeden Fall sterben. Danach sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott der Herr formte aus der Erde alle Arten von Tieren und Vögeln und brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Und er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemand unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihn eines seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, aus der Rippe, die er von Adam genommen hatte, eine Frau und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam, sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen.
Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämen sich nicht. Im ersten Kapitel vom ersten Buch Mose lesen wir, Gott, der Herr, sprach, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Es ist einfach perfekt, wie das jetzt hier geschildert wird. Ja, und wir kennen ja dieses Urteil Gottes dann als im ersten Buch Mose. Und Gott sah alles, was er gemacht hat, und das war sehr gut. Nicht mittelmäßig, nicht gut, sondern prächtig, sehr gut. Und das ist also das, wie Gott den Menschen geschaffen hat, in seiner Art, in seinem Vermögen und in seiner Gestaltungsmöglichkeit, gemeinsam ihr Leben zu gestalten, gemeinsam in einem Auftrag zu leben für ihre Umwelt, für ihren Nachwuchs. Und ich glaube, wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, den Gott uns gegeben hat, also füreinander da zu sein, dann sind wir gesegnet. Ich glaube, wir Menschen sind darauf angelegt, auf Gemeinschaft, auf Beziehung. Wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir einander brauchen. Und Gott formuliert das ja auch so. Ja, Gott macht dem Adam eine Hilfe. Wenn ich jetzt ein Lied singen wollte mit der Gitarre, dann wäre das sicher schwierig. Ich könnte es ja mal probieren. Es klingt irgendwie, ich weiß auch, es klingt irgendwie komisch. Kann mir da jemand beistehen? Kannst du mal die Gitarre stimmen, Clemens? Na, danke. Oder kennst du es nicht? Doch, kannst du. Okay, cool. Machen wir bitte. Danke, es geht bestimmt schnell. Du bist ein Profi. Stimmt. Okay, was habe ich denn falsch gemacht? Okay, cool. Okay. Das macht ganz, ganz Sinn, ne? Ja, okay, danke für den Hinweis. Ich kann es wirklich nicht so gut, ja. Aber wir sind aufeinander angewiesen, ja. Manchmal brauchen wir auch den Impuls, ja, du kannst es einfach nicht, ja. Mein lieber Ehemann, du kannst es einfach nicht. Du musst dir einfach mal von mir auch was sagen lassen. Und Gott hat sich das ja so gedacht. Gott hat den Menschen nicht als Einzelkämpfer geschaffen, ja, der also eigentlich niemand anders braucht, sondern Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen und wo wir dann auch aufeinander und Rücksicht nehmen und füreinander da sind. Gott hat Mann und Frau geschaffen, ja, nicht nur, ja, weil er es einfach Spaß dran hatte, sondern weil er weiß, diese Unterschiedlichkeit dieser beiden Menschentypen, die ergänzen sich und die werden dieses Leben gemeinsam gestalten können. Also am Anfang steht für Gott eine verbindliche Aussage, zueinander. Ja, sie ist Fleisch von meinem Fleisch, sie gehört zu mir. So hat es Adam formuliert. Ja, und dann sagt Gott also auch später, ja, deswegen wird ein Mann Vater, Mutter verlassen, ja. Er wird neue Strukturen wählen, ja. Dieses Loslassen gehört also auch mit dazu. Ja, also Gemeinschaft, aber auch Loslassen, in dieser Dynamik des Lebens zu leben. Und dann kann man sagen, endlich ist es soweit. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe, was ich vermisst habe. Und dann ist also auch die Möglichkeit, ja, und sie werden zu einer Einheit werden. Ja, da weiß Gott genau, das ist ein Prozess, wo wir, viele von uns mittendrin stecken und dann immer wieder auch Rückschläge erleben, aber wir werden zu einer Einheit werden.
wenn wir uns auf den Partner uneingeschränkt einlassen. Und Gottes Urteil über diese Situation ist, siehe, es war sehr gut. Ich lese uns einen weiteren Text aus dem 1. Mose Buch aus dem Kapitel 3. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, so lecker und verlockend. Sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen, machten sich Lendenschürze. Und als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Da fragte Gott der Herr, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, die du mir gegeben hast, antwortete Adam, gab mir die Frucht. Und deshalb, nur deshalb habe ich davon gegessen. Und da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Schlange, in Klammern, die du erschaffen hast, die hat mich verleitet dazu. Deshalb aß ich von der Frucht. Dann sprach Gott zu der Frau, mit großer Mühe und Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen. Wir merken, die Idylle, die da war, die ist plötzlich zerstört. Und ich glaube, es ist unser Ziel, unser Wunsch, als Verheiratete, als Ehepaare, in dieses Paradies wieder zurückzukommen. Und ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist möglich. Gott hat diese Verheißung vor dem Sündenfall gegeben. Wenn sich zwei aufeinander einlassen, dann sind sie gesegnet. Egal, ob die verheiratet sind oder nicht. Egal, ob die Christen sind oder nicht. Wenn zwei sich aufeinander einlassen, dann sind die gesegnet. Sie diesen Bund eingehen. Die Idylle, die ist zerstört durch diesen Sündenfall. Und es gibt also diesen sogenannten Teufelskreis des Ehewahnsinns. Eine komische Formulierung vielleicht, aber wenn wir das lesen, reagiert sie ohne Respekt, dann reagiert er ohne Liebe. Und reagiert er ohne Liebe, dann reagiert sie ohne Respekt. Und aus diesem Kreislauf, aus dieser Mühle aussteigen zu können, ich glaube, das ist ein Geschenk und das ist eine Gnade. Ich glaube, das ist ein Wunsch auch von Gott, wieder zurückzukommen aus diesem Kreislauf, die also wie eine Spindel, wie ein Gewinde dann Gang für Gang nach unten geht. Ja, das geht ja relativ von alleine, wenn auf der Spindel genügend Schwingungen drauf sind, dann rutscht die Mutter langsam nach unten, ja? Nie nach oben. Und es hat alles einmal so gut angefangen. Es hat alles einmal so gut angefangen mit Adam und Eva im Garten Eden, in diesem Paradies. Und dieser Wunsch nach diesem Paradies, der steckt in uns allen drin. Ich glaube, das ist also auch ein Segen. Einfach sich das wünschen zu dürfen und zu können, dass das anders ist, dass es nicht diesen negativen Charakter hat, dass diese Idylle wieder bestehen kann. Und wir können schon resignieren. Ja? Die Frauen, ja, er wird über mich herrschen, die Bibel sagt es ja schon. Ne? Und wir Männer sind dann halt auch ganz schnell geneigt, zu sagen, okay, in der Bibel steht es auch schon, ich soll über dich herrschen. Ja.
Ursprüngliche Gedanken Gottes, die waren ganz anders. Alles Folgen des Auseinanderlebens. Ja, und die Frau, die von Natur aus darauf geschaffen ist, Liebe zu empfangen, ja, das auch aufsaugt, die sich dann fragt, ja, liebt er mich denn wirklich genauso, wie ich ihn liebe, wenn ich ihn erlebe? Matthias hat ja auch vorhin von dieser Distanz oder Diskrepanz gesprochen. Ja, wir reden ja dann oft auch sehr unterschiedlich als Männer und Frauen. Ja, also, ich weiß nicht, wie das euch heute früh ging. Vielleicht war alles ein bisschen knapper als sonst von der Zeit. Dann steht die Frau vor ihrem Schrank. Ich habe nichts anzuziehen. Kenne ich die Situation. Aber wir haben zum Glück Kinder, die uns da auch manchmal aushelfen. Ja. Das ist schon cool, ja. Und wenn der Mann das sagt, und was meint die Frau? Ja, die sagt, okay, ich habe also hier für diese Situation, wo ich jetzt hingehen möchte, habe ich nichts Passendes. Es ist einfach, der Schrank hängt zwar voll, ja, wir Männer verstehen das ja dann eigentlich nicht so wirklich, ja, aber die Frau sagt, ich habe nichts Passendes, was ich jetzt für diese Situation anziehen könnte. Wenn der Mann das sagt, ich habe nichts anzuziehen, dann ist es also in aller Regel, dass er nichts Sauberes hat. Ja. Ein und derselbe Satz, mit so unterschiedlicher Botschaft. Und bleibt so unterschiedlich sind wir auch. Ja? Und manchmal reiben wir uns an Dingen, ja, du kommst von der Arbeit nach Hause, es war ein gestresster Arbeitstag, du hattest unmögliche Kunden vielleicht, ja, einfach mal so ganz allgemein. Du kommst nach Hause, deine Frau erwartet dich am Bügelbrett natürlich, als häusliche Hausfrau macht sie das vielleicht, ja, wie auch immer, oder ihr kauft bügelfreie Wäsche, dann ist das jetzt auch geklärt. Jedenfalls erwartet sie dich und sagt, ach, endlich kommst du nach Hause, unser Sohn, der wartet schon auf dich, der hat Matheaufgaben, da kann ich dem einfach nochmal helfen. Du warst doch derjenige, der unbedingt wollte, dass er aufs Gymnasium geht. Ja, und dann guckst du bitte nochmal nach der Waschmaschine. Die hat vorhin so ganz erbärmliche Geräusche gemacht. Ich glaube, vielleicht kennt ihr diese Situationen. Ja, er dreht sich wortlos um, geht zu seinem Sohn oder an der Waschmaschine oder beides gleichzeitig, nimmt den Sohn mit zur Waschmaschine, klärt die Dinge, ja, und denkt, ach, war das früher schön. Da hat es nach Kaffee gerochen, als ich nach Hause kam. Die 5 Minuten hätten wir heute auch noch gehabt. Ja. Und dann fehlt es also bloß noch, dass sie ihm hinterher ruft, schaffst du das bitte noch vorm Abendbrot? Ja, sie wählt schon den höflichen Ton, denn ich muss noch Wäsche waschen, weil die Kinder morgen noch was Sauberes in die Schule brauchen. Ja, also das ist also ganz schnell, oder er seinen Einwand bringt, aber ich habe mit dem Nachbarn ausgemacht, dass ich heute sein Auto repariere. Ja, also es gibt so Dinge, wo das also dann eskaliert oder eskalieren kann, ja, und dann man sich gegenseitig diese Worte an den Kopf wirft, ja, du bist ja nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Du bist ja nicht die Frau, die ich mir zwar erträumt habe, aber du hast dich so verändert, das ist ja völlig unmöglich. Und es geht scheinbar schon über tausende Jahre so. Ja, dieses selbe Muster, das läuft bei uns allen ab. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei uns allen abläuft. Ja, und das haben also auch die Leute um den Herrn Jesus herum gewusst. Jesus hatte mal mit seinen Jüngern über Ehe und Ehescheidung gesprochen. Ja, und wo Jesus am Maßstäbe setzt in Matthäus 19. Und die sagen, die Jünger, also wenn man die Frau nicht mal entlassen darf, da lohnt es sich doch gar nicht zu heiraten. Also da ist das doch so schwierig, ja, wenn du jetzt sagst, selbst aus berechtigten Gründen darf ich die Frau nicht entlassen. Wenn du das sagst, Jesus, na dann kann man doch eher eigentlich, das kann doch eigentlich gar keiner schaffen. Und die Jünger haben das, glaube ich, aus einer anderen Motivation heraus gesagt, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man das jetzt nicht wirklich schaffen kann. Man braucht da manchmal wirklich auch Hilfe. Man braucht da Impulse von außen, man braucht Impulse von anderen und vor allem man braucht Vergebung. Man braucht Gespräch, man braucht Kommunikation im Miteinander. Man braucht wirklich diese Entlastung von dem Partner. Ja, und sagen, okay, du hast dich heute also wirklich mal wieder so richtig daneben benommen.
Ja, und so im Vier-Augen-Gespräch. Ja, du hast dich wirklich wieder mal so daneben benommen. Das war schon unmöglich, als ich nach Hause kam. Ich hätte mir so anders vorgestellt und so anders gewünscht. Und man kann miteinander reden. Und es wird möglich und es ist gut. Ich glaube, das ist gerade der Bereich, weil es da in diesem Bereich so viele Schwierigkeiten gibt. Deswegen gibt es da so viele Bücher. Es sind also wirklich nur, ich habe schnell mal ins Regal gegriffen, habe also ein paar, was mal so offensichtlich war, herausgezogen. Ja? Da gibt es ja so viele Ebenen. Ja? Also es geht ja nicht nur um Kommunikation. Es geht um Sexualität, es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Schlechtreden. Es geht um so viele Dinge, die uns unsere Ehe ja irgendwo auch beschäftigen. Ja? Ich rede jetzt noch gar nicht von, wenn man dann mit Kindern noch zu tun hat. Okay, wir mal weiter, okay. Aber es gibt Hoffnung, habe ich also schon gesagt, ja. Wenn also Vergebung geschieht, wenn ein Neuanfang geschieht, dann ist das also wirklich sehr hoffnungsvoll. Ein Bibeltext, der also, glaube ich, wenn wir über Ehe reden und uns darüber unterhalten, was sagt die Bibel dazu, nicht fehlen darf, aus Epheser 5, ordnet euch einander unter, so wie Christus, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Diese beiden Komponenten und dann am Ende dieses fünften Kapitels steht noch die dass diese Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung, mit Respekt oder Ehrfurcht begegnen, je nach Übersetzung. Zwei Fragen, die sich daraus für mich ergeben oder die sich daraus ergeben könnten. Wie kann ich meinen Mann dazu bringen, mich genauso zu lieben, wie ich ihn liebe? Oder für die Frau, wie kann ich meine Frau dazu bringen, dass sie mich respektiert? Vielleicht was besser zu fragen, was kann ich dafür tun, dass meine Frau mich respektiert? Was kann ich dafür tun, dass mein Mann mich liebt? Dieser Segenskreis einer funktionierenden oder kraftvollen Ehe, seine Liebe ist die Motivation für ihren Respekt. Und ihr Respekt ist die Motivation für seine Liebe. Nochmal Epheser 5, Vers 33. Diese Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Da gibt es wenig Bedingungen dafür. Liebe, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, oder so, wie sich der Mann selbst liebt, dass er sich etwas Gutes tut. Das sind die Maßstäbe, glaube ich, Gottes, die grundsätzlichen Maßstäbe Gottes für unsere Ehen. Der Ehemann soll dem Gebot der Bibel gehorsam sein, seine Frau zu lieben, selbst wenn sie das Gebot, ihn zu respektieren, nicht achtet. Und die Ehefrau soll dem Gebot gehorsam sein, ihren Mann zu achten, selbst wenn er das Gebot, sie zu lieben, ignoriert. Ich glaube, das ist noch so eine Art eine Steigerung, dieser sogenannte ultimative Segenskreis. Das heißt, meine Liebe zu meiner Frau nicht abhängig davon zu machen, dass sie mich respektiert. Und ich glaube, das ist das, was Paulus in Epheser 5 meint, wenn er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir mussten auch nicht erst schön und anständig und lieb und nett werden, damit Jesus uns liebt. Nee, Jesus ist in Vorleistung gegangen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis und das ist ein Segen, wenn wir das erleben können und wir das auch selbst mitgestalten können. Gegenüber meinem Partner in Vorleistung zu gehen, wenn er mich enttäuscht hat, dann nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen, nicht mit denselben Vorwürfen, nicht mit derselben Ablehnung, sondern den Mut zu haben, zu sagen, ich vergebe dir und ich gehe einen anderen Weg.
Wenn uns schon nicht das wirklich gelingt, den Partner zu respektieren oder zu lieben, wenn er mich respektiert oder liebt, dann wird uns das schon schwer fallen. Und ich glaube, das ist so ein besonderer Segen Gottes. Ich habe einen Arbeitskollege gehabt, der war kein Christ. Ich denke, eher bewusster Atheist. Und wir haben uns oft unterhalten. Und er hat mir einmal gesagt, wenn ich wirklich gewusst hätte, wie eine Frau tickt, ich hätte früher manches anders gemacht. Ja, da ist das Buch gelesen, warum Frauen nicht einbeugen können und so weiter. Ja, oder Männer nicht reden und Frauen nicht einbeugen können. Ja, also, und einfach, er hat es, ja, da war er vielleicht so alt wie ich jetzt, so 50 oder 55, hat es sehr relativ spät gelesen. Er hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte manches anders gemacht. Aber ich habe den Eindruck und habe ihn immer noch, wenn ich ihn sehe, die beiden, die sind füreinander da. Die sind keine Christen, aber die haben verstanden, wenn ich dem anderen begegne, so wie er das braucht, wie er es benötigt, dann habe ich am Ende auch was davon. Und dazu möchte ich uns einfach Mut machen. Dem anderen begegnet eurem Partner so, dass ihr am Ende auch etwas davon habt. Es geht halt eigentlich darum, diesen Wahnsinn des Nicht-Akzeptierens, diesen Wahnsinn der Lieblosigkeit zu stoppen. Du musst dir deine Liebe von deinem Partner nicht verdienen. Du musst dir deinen Respekt von deinem Partner nicht verdienen. Das seid ihr, das sind wir uns einander schuldig. Und es gibt dann wieder, ja, es gibt auch praktische Übungen, nur ganz kurzen Impuls, vielleicht für die Mittagspause, ja. Überlegt mal, warum fällt es dir leicht, deinem Mann Achtung entgegenzubringen? Du bist mein Mann, ich achte dich, weil du. Ja, einfach mal von diesem positiven Denkansatz zu auszugehen oder du bist meine Frau, ich liebe dich, weil du. Tja, und dann könnt ihr euch überlegen, ja, warum mache ich das überhaupt? Warum tue ich das? Und ich glaube, das ist für mich so ein Stück Geheimnis geworden. Dem anderen versucht, so in meinen Möglichkeiten, meiner Esther, das entgegenzubringen, ich liebe dich, egal wie du bist. Und ich erfahre das zu Hause immer wieder. Ich werde geachtet, egal wie ich bin. Und ich bin manchmal nicht der Netteste. Und ich wünsche uns einfach, dass Gott uns da einfach herausholt aus diesem Trott, diesem Alltagstrott, ja, wo es also so oft nach unten geht. Ich habe jetzt noch eine Predigt im Anschluss gleich. Das ist nur ein Satz. Die hat uns mal in einem Hauskreis ein Bruder unserer Gemeinde gehalten, der hat mir gesagt, bei all dem müssen wir bedenken, dass der Partner freiwillig mit mir zusammenlebt. Bei all dem müssen wir bedenken, dass mein Partner freiwillig mit mir zusammenlebt. In der Verliebtheitsphase vor der Ehe ist es ja alles selbstverständlich. Ja? Auch in der Ehe dürfen wir bedenken, dass unser Partner freiwillig mit uns zusammenlebt. Ich möchte noch gern beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass wir in dieser Freiheit leben dürfen, weil du uns frei gemacht hast. Jesus, danke, dass wir in dieser Beziehung zu dir Vergebung erfahren dürfen, dass wir einen Neuanfang wagen dürfen und das immer wieder. Herr, du gibst uns nicht auf, wenn wir einmal versorgen, du gibst uns nicht auf, wenn wir 10-mal versorgen oder 100-mal versorgen. Du bist immer wieder da und hältst uns deine Hand entgegen und willst uns zu dir ziehen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du Ehe gestiftet hast und dass es in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Die beiden werden ein Fleisch sein,
Sie werden zu einer Einheit werden und weiter wachsen und weiter wachsen. Und damit segne ich unsere Ehen jetzt hier in dieser Gemeinde und all, die das auch mithören, dass du diese Ehen segnen kannst, egal ob wir an dich glauben oder auch nicht. Du bist da in der Ehe und du segnest diese Gemeinsamkeit, du segnest dieses Zusammenleben. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du das tust. Amen. Amen.